Das ist der persönliche Audioguide. Die Idee dahinter ist, dass man selbst Audioguides konsumieren kann, aber auch sozusagen welche raufstellen kann und somit sein eigenes Lieblingsviertel vorstellen kann. Also mein Name ist Markus Ratzenböck. Ich bin für die Geschäftsführung und Marketing zuständig. Mein Name ist Martin Schlagetweit. Ich bin für die Entwicklung der App und der Webanwendung zuständig. Die Idee gibt es eigentlich schon seit fast 5 Jahren. 2008 war ich auf Weltreise und in Australien ist mir die Idee gekommen, dass das eigentlich toll wäre, wenn es jetzt irgend so einen Guide gäbe, den ich kenne, wo ich weiß, der war schon in dieser Gegend, kennt die Plätze, kennt die Lokale und würde mir das irgendwie zeigen. Damals war das noch sehr unwahrscheinlich und unrealistisch, weil ohne Smartphones das sehr schwierig ist. Mittlerweile kann man ja allerorts etwas aufnehmen, das hochladen, irgendjemand anderer kann das wieder runterladen und sich das anhören. Die Motivation und der Wunsch dann ist dazu gekommen, dass man halt wirklich schaut, dass da eine große Community entsteht. Man muss hoffen, dass die Leute das annehmen, weil es wirklich Arbeit ist, da was raufzustellen. Man muss Zeit investieren, aber wenn das einige machen, dann könnte das eine sehr schöne App sein mit einer tollen Community. Also auf der Konsumentenseite bietet die Gehörgang-App, dass man Audioguides runterlädt. Man ist zum Beispiel an einem bestimmten Platz, an einer neuen Stadt und möchte diese besser kennenlernen. Man blickt auf die App, gibt es in der Gegend Gehörgänge, dann findet man einen, kann man ihn runterladen, einfach dann aufs Handy laden und mit den Kopfhörern sich leiten lassen, führen lassen und somit die Stadt oder den Ortsteil näher kennenlernen. Und auf der Autorenseite gibt es die Möglichkeit, genau solche Gehörgänge aufzunehmen und hochzuladen. Sei es, ob man Freunden das Viertel zeigt, wo man wohnt, oder für die Allgemeinheit etwas zur Verfügung stellen möchte. Und als zusätzliche Möglichkeit zur wirtschaftlichen Vermarktung kann man auch nach und vor jedem Gehörgang in Zukunft vielleicht auch Werbung schalten. Also wichtig wäre natürlich eine Community. Eine aktive Community. Genau, wo viele Gehörgänge produziert werden und dann natürlich auch konsumiert werden. Und kommentiert und bewertet von den Benutzern. Und eine gute Abdeckung in Österreich wäre natürlich auch ein Traum. Was auch nicht, wenn es in jedem Ort einen Gehörgang gibt. Oder jeden Stadtteil. Ja, das wäre natürlich spitze. Reden wir nicht lange um den heißen Brei, wir brauchen Geld. Um genau zu sein, zumindest 8.000 Euro. Und jetzt nur noch 7.999. Wir hoffen auf eure Unterstützung und freuen uns, diesen Traum der österreichweiten Gehörgang-App zu verwirklichen.